Jo Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut und heute gehen wir endlich einem Problem auf den Grund. Denn Tom, was ist das Problem? Komm mal her. Ja, der ist ein bisschen zu leise, würde ich sagen, für ja. 6.3. Viele von euch haben ja auch gefragt, wo ist denn der Tom? Den Tom gibt's noch, wir sind auch noch befreundet. Ich lebe noch, ja. Ja, obwohl er mit mir solche schlimmen Sachen gleich wieder auf den Boden machen muss. Ja, wenn der Freund einen zum Schrauben auf den Boden bei sich daheim einlädt, ne? Es ist Pfusch höchsten Grades, aber ich bin's gewohnt. Ja gut, also Pfusch ist das nicht, wir machen es trotzdem hochprofessionell. Denn der Raphael hat zu mir gesagt, ich krieg das nicht hin und wenn ich es hinbekomme, ist es undicht und wir werden das heute hinkriegen. Ich habe sogar Auspuffdichtmasse gekauft. Hey, ne? Hallo, bei mir ist es auch dicht geworden. Wir haben uns hier dieses wunderbare Mittelschalldämpfer-Ersatzrohr bei eBay geholt und das werden wir gleich da schön drunter zimmern. Wir müssen sogar an einer Stelle dann gleich abflexen und da sind ein paar tolle Rampen drin und ich würde sagen, wir legen dann direkt mal los. Vorher steigst du jetzt mal kurz ins Auto ein und zeigst uns mal den Seriensound, damit wir einen guten Vergleich haben. Dann drückt man drauf. Ja, also von der Klangart finde ich es gar nicht schlecht, aber es ist halt ein bisschen... Zu leise! Wie ja, behindert. Aber wenn es wirklich... Also ich hab für einen 63er, wenn du mal den C63, den Nachfolger von dem hier, ne? Also Nachfolgegeneration, C63, W200 und... Hier. Der ist viel lauter. Tom, wenn du mal einen E55 lauter. Hörst, das ist leise. Natürlich, erstmal hier im Poser-Modus gewesen. So, Fahrzeug hebt an. Kenne ich ja alles aus meinem Kfz. So, jetzt hauen wir den auf diese... wunderbaren, hochqualitativen Plastikrampen drauf. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, Freunde, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das gerade mit dem Tom mache, Tom ist ja nicht nur gelernter Kfz-Mechatroniker, sondern er hat auch sehr viel Erfahrung in der Abgasanlagenmodifikation eines W211. Der W211 und ich hat eine lange Laufbahn, auf die man zurückblicken kann. Und immer nur mit Pfusch eng unter der Karre und meistens Mittelschalldämpfer raus. Ja, und was Tom natürlich bei seinem anderen Fahrer W211 gemacht hat, dafür hassen ja ihn ja einige von euch. Hier sehen wir seinen E500, den wir aus der Schweiz importiert haben. Und die Brabus Auspuffanlage hängt da etwas... man könnte sagen, lost unter der Stoßstange. Man könnte natürlich jetzt auch noch eine originale Brabus Endschürze erwerben. Wenn der Tommy das machen soll, schreibt es bitte in die Kommentare. So, Freunde, ich hoffe, ich kann euch das in den Beengten hier irgendwie zeigen. Also, wir haben Format ist vorne. Der Auspuff, also am Mittelschalldämpfer vorne, losgeschraubt. Ja. Ich glaube, ihr kennt, glaube ich, gar nichts. Ne? Aber er vorne hat auf jeden Fall losgeschraubt. Und hier ist auch noch eine Schelle. Die werden wir aber gleich erst lösen, wenn wir den Auspuff draußen haben. Und wir müssen jetzt hier aushängen. Und dann noch hinten, da oben. Über dem Endschalldämpfer müssen wir auch noch aushängen. Und dann können wir dieses ganze Auspuff-Package rausbauen, heben. Ab Mittelschalldämpfer zum Glück nur. Also ich würde mal sagen, das ist schon so ekelhaft genug hier in dem beengten Bereich, in meiner Einfahrt. Hast du mich gerade gefilmt, oder? Ja. Schön, Tom, danke. Jetzt geh raus, du. Fast geschafft, komm, komm. Oh. Guck, ihr seht, wenn Marius das schafft, dann schafft ihr das auch. Gut, einer draußen. Sind nur noch drei weitere. Wir haben jetzt das Ding komplett losgeschraubt, jetzt müssen wir es eigentlich nur noch rausziehen. Also Tom, komm. Ach, du bist ja festgerostet. So, wir haben jetzt den Auspuff abmontiert, wir zeigen es euch auch gleich nochmal. Keinerlei Abgasanlage mehr hier. Da hinten haben wir die dicken 70 mm Rohre, wo man auch direkt in die Cuts, also die Nachcuts blicken kann. Wir haben quasi nur noch vier Katalysatoren, die uns und den Motor trennen. Und dann würde ich sagen, geben wir ordentlich Gas hier im Wohngebiet. Herr Blume! Ja, daran kann man sich gewöhnen. Natürlich, das kann man nicht so lassen. Die Schellen klappern ein bisschen, würde ich sagen. Die müssen wir vielleicht noch wieder fixieren dann. Alter! Das boah, hat das geknallt gerade. Wir machen mal aus, bevor jemand die Polizei ruft. Ja, Freunde, gerade mussten wir schnell umpacken, weil mein Vater mit dem Auto raus muss. Und der Tom hat es natürlich beim Umpacken geschafft, über den Werkzeugkasten zu fahren. Tom, was sagst du dazu? Ja, ich dachte mir so, was ist denn das für ein Widerstand? Auf einmal hat es richtig geknackt. Aber der hat es ausgehalten. Guter Kasten. Wir haben jetzt hier den Auspuff auf dem Gras ganz professionell platziert. Hier seht ihr das wunderbare Mittelschalldämpfer-Ersatzrohr bzw. die X-Pipe. Wir haben die jetzt angelegt und hier angezeichnet, wie ihr euch wahrscheinlich schon wundern werdet. Bei Mercedes haben wir es mal wieder ganz komischen Auspuff designt. Hier haben wir eine Schelle zum Trennen, hier nicht. Warum auch immer, deswegen können wir hier mit der Schelle verbinden und müssen nur eine Seite abflexen. Wir haben es jetzt schon angezeichnet. Der Flexmeister Tom ist jetzt auch schon am Start. Seht ihr diese Narbe hier? Das war eine Flex. Ich bin sehr gut da drin. Los, trennt euch.
Du brauchst keinen Schalldämpfer. Nee, den Schalldämpfer braucht keiner. Ab mit dem Schalldämpfer. Und jetzt hauen wir den gleich schön mit einer Schelle dran. Und wir natürlich ganz viel Auspuffdichtmasse benutzen, damit es wirklich dicht ist und der Raphael nicht recht behält mit seinem, dass er am Ende undicht ist. Der wird dicht. Ging doch beim 240 auch. Ja gut, der war aber auch nicht so halbdicht. Manchmal ist das Rohr rausgerutscht und dann hat er aber auch einmal sehr laut. Stimmt, ja. Wie so ein E46, wie so eine Blechbüchse klang er dann. Das stimmt auf jeden Fall was nicht. Richtige Blech. Wir haben doch den Auspuff modifiziert, Max. Richtige Blechbüchse. Mittelschalldämpfer raus. Nice. Kurzes Update. Wir sind jetzt bereit, den Auspuff wieder einzubauen. Wir haben jetzt hier den Kram mit einer Schelle verbunden. Man könnte es auch schweißen. Wir haben es mal so gemacht, weil wir natürlich jetzt kein Schweißgerät hier haben. Machen es ja hier auf dem Boden und hier die Schelle wieder verbunden. Alles schön mit Auspuffdichtmasse verbunden. Alles haben wir noch leicht locker gelassen, damit wir es gleich gut einstellen können. Und jetzt werden wir den mal wieder hier und das Auto bauen. Was soll ich jetzt? Ja. Vorwärts. Ja, wie ihr vielleicht so am Licht sehen könnt, ist mittlerweile ein bisschen spät geworden. Wir hatten wieder eine oder andere Komplikation mit Dichtungen und so weiter und bei den MKB-Endschalldämpfern. Ich glaube, der Raphael wird recht behalten. Die Sache wird nicht komplett dicht sein, weil bei dem anderen Endschalldämpfer war quasi hier in der Mitte abgesägt und der Teil hier hat gefehlt. Also sind zwei solche Sachen einfach zusammen und dann diese Schelle drüber. Ich glaube echt nicht, dass das dicht wird, aber ja. Du kannst das sogar ein bisschen bewegen in der Schelle, das Rohr. Das wird nicht dicht. Raphael hatte recht. Ja, aber es liegt nicht an unserer Handwerkskunst. Nee. Wir sind begabt. Also wie gesagt, ihr kriegt jetzt einen Soundcheck im Nachhinein und danach fahren wir auch nochmal schön durch den Tunnel, geben ein bisschen Gas, GoPro im Auspuff und so. Also Tom, drück mal drauf. Komm. Mach an. Ist der leiser geworden? Kann nicht sein, gib mal Gas. Oh! Oh, was ist das denn? Hörst du einen Unterschied? Voll, krass, ohne Scheiß. Von hier nicht. Gib doch mal Gas. Komm mal hinter, Tom. Komm mal hinter. Alter. Von hier vorne hörst du es gar nicht so krass, aber hinten so viel aggressiver, so hoch. Hier vorne hört man es gar nicht, wie Serie, aber hinten so richtig. Jetzt, also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Soundporn über und fahren mal jetzt richtig geil durch den Tunnel. Wir müssen aufhören, wir wurden gerade böse angeguckt. Ja, die älteren Herrschaften, die stehen da nicht so drauf. Ja. So, jetzt ist schon ein bisschen dunkler geworden und wir sind im Ort des Geschehens angekommen, im Tunnel. Der Tom ist schon ganz nervös da hinten. Ich würde sagen, ich schalte runter, Fenster auch runter und dann geben wir einfach Gas. Guck, was passiert. So, wir schalten jetzt mal in den zweiten Gang und geben gleich auch mal Vollgas. Voll die Reifenabrollgeräusche, aber du merkst ja trotzdem, wie er schreit, ne? Also das ist schon du krass. Du schreist richtig schreien. Ja, also jetzt hört es echt gar nicht, vor allem wenn man vom Gas geht. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Flöppelt er so geil nach und das hört mir jetzt viel mehr als vorher. Ich würde sagen, das war's im heutigen Video. Wie gesagt, ich verlinke euch auch nochmal dieses tolle Rohr, wenn ihr das auch haben wollt. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dieser wunderbaren Mittelschalldämpfer-Modifikation haltet. Also ich finde, das Klangbild hat sich wirklich deutlich verbessert. Und dann würde ich auch sagen, checkt auf jeden Fall mein Instagram in der Beschreibung aus. Da habt ihr den ganzen Spaß schon ein bisschen früher gesehen. Und natürlich auch die schönen W211 Hoodies. Könnt ihr euch auch was schicken, wenn ihr einen haben wollt. Sind wirklich sehr schick geworden. Und Thomas, du noch irgendwas zu sagen? Ich brauche auch so einen Pulli. Ich als begnadeter W211 fahre. Also kauft euch einen, ne? Also, das war's dann. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ciao.